Der war ja, so pflegte mein Vater dann und wann zu sagen, vom anderen Ufer. Mein Vater war, das sollte ich unbedingt sagen, ein Berliner Literaturwissenschaftler. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Zuhörende des heutigen Abends. Mein Vater war, das sollte ich unbedingt sagen, ein Berliner Literaturwissenschaftler, der von den Entwicklungen der Jahre nach 1968 durchaus nicht unbeeinflusst war und sich selbst politisch jedenfalls in diesen Zeiten eher auf dem linken Spektrum einordnete. Der war ja, so pflegte mein Vater dann und wann zu sagen, vom anderen Ufer. Der vom anderen Ufer war Dietrich Bonhoeffer. Ich erzähle dieses Detail aus der Kommunikation am Küchentisch der Familie Markschies, liebe Isolde Kahle, lieber Michael Brinkschröder, lieber Alexander Grodenski und lieber Muhannad Kochide, nicht, weil es in irgendwelcher Weise bemerkenswert zu werden genannt verdient. Ähnliche Sätze dürften zwischen Hagebuttentee und Schnittchen in vielen evangelischen und katholischen Akademien zwischen Bad Boll und Bad Segeberg gefallen sein. Sondern gerade deswegen, weil es mir so typisch erscheint. Statt des Namens meines Vaters könnten vermutlich sehr viele andere Namen eingesetzt werden. Typisch ist der Satz, der war ja vom anderen Ufer, zunächst einmal deswegen, weil er das seinerzeit gesellschaftlich teilweise tabuisierte, teilweise ja aber auch geächtete Phänomen, das er bezeichnen will, nicht direkt anspricht. Dass hier über Homosexualität, genau über Schwulsein kommuniziert wird, wissen alle am Gespräch Beteiligten und irgendwie wusste es auch der Jugendliche, mit dem der Vater am Küchentisch sprach. Ich habe übrigens erst heute bei der Vorbereitung dieses Grußworts gelernt, dass sich jedenfalls nach Meinung verschiedener Peritissimi der erste schriftliche Beleg der Metapher vom anderen Ufer 1892 in einem Brief des Dichters Hugo von Hofmannsthal an Hermann Bahr findet. Hofmannsthal bezog sich in dem Brief auf die homoerotischen Annäherungsversuche des Dichters Stefan George, auf die Hofmannsthal zunächst mit einer Mischung aus Enthusiasmus und Furcht zugleich reagierte. Nach der Begegnung mit George schrieb Hofmannsthal in einem Gedicht: Du hast mich an Dinge gemahnet, die heimlich in mir sind. Du warst für die Seiten der Seele der nächtige, flüsternde Wind. Nach weiteren Drängen Georges zog Hofmannsthal sich jedoch zurück und wollte Bahr um Hilfe bitten. Als Bahr nicht zu Hause war, wandte sich Hofmannsthal an seinen Vater. Und in einem zweiten Brief Hofmannsthals an Bahr bezeichnet er die Angelegenheit als ein symbolistisches Experiment vom anderen Ufer. Da kommt der Ausdruck wohl zum ersten Mal vor. Ich habe sie in der ersten Verlegenheit um Hilfe rufen wollen, weil sie der Einzige sind, dem gegenüber ich mir die lange Vorexplikation erspart hätte. Da sie aber nicht zu Hause waren, sage ich ihnen, dass Papa die unangenehme Geschichte selbst in die Hand genommen hat. Ich war weniger beunruhigt als peinlich berührt und hoffe, Sonntag schon den letzten Bericht vom anderen Ufer über dieses symbolistische Experiment erhalten zu können. Hofmannsthal und George wurden damals zu Vertretern des Symbolismus gezählt. Was, liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörende, was gebe ich darum, meinen allerdings bereits vor 14 Jahren gestorbenen Vater zu fragen, ob er die Metapher aus diesen Zusammenhängen kannte. Er war, wie gesagt, Literaturwissenschaftler und hat uns Kindern wieder und wieder mit allen Zeichen des Entsetzens über die Unbildung derer, die das nicht wussten, die korrekte Aussprache des Namens von Hugo von Hofmannsthal eingeschärft. Vielleicht war das aber auch einfach der Sprachgebrauch seines Leipziger Elternhauses. Sein Vater, mein Großvater, war Diakon der evangelischen Kirche oder auch der Leipziger Studierendenmilieus nach 1945, in denen er verkehrte. Der war
vom anderen Ufer. Mich interessiert heute Abend natürlich weniger die an und für sich, vor allen Dingen für Sie, nicht sonderlich interessante Geschichte meiner eigenen Familie, zu der ich natürlich auch meine eigenen Vorurteile als Student und junger Dozent hinzuerzählen müsste, sondern Dietrich Bonhoeffer, um den es bei diesen in den genannten evangelischen Akademien von Bad Segeberg bis Bad Boll häufig noch im Flüsterton eines Geheimnisses vorgetragenen Gerücht ging. Oder soll man sagen, bei dieser Nachrede gegenüber einem in den letzten Kriegstagen des April 1945 von einem Standgericht in Flossenbürg umgebrachten Theologen, der in den 50er und 60er Jahren durchaus noch nicht mit dem milden Heiligenschein versehen war, der ihn heute als Widerstandskämpfer schmückt. Das erste einigermaßen sinnvolle wissenschaftliche Gespräch über diese mit dem anderen Ufer und dieser Metaphorik so merkwürdig im Nebel gehaltene Frage, das erste sinnvolle wissenschaftliche Gespräch über das Thema habe ich mit einem damals im Bischofsrang befindlichen Bonhoeffer-Forscher übrigens im Januar 2001 in einem Lokal in Erfurt führen können. Reichlich spät, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die erste wissenschaftliche Biografie, die die Frage explizit aufwarf, die vorher im Modus von Gerüchten und Nachreden formuliert war, erschien 2015, noch später, und stammte von Charles Marsh. Marsh, ein in Harvard ausgebildeter und in Virginia lehrender Theologe, behandelte im Rahmen einer schlecht ins Deutsche übersetzten Biografie Bonhoeffers Verhältnis zu seinem Freund Eberhard Bethke und glaubte viele Hinweise darauf zu finden, dass Bonhoeffer homosexuell und das Verhältnis auch entsprechend grundiert war. Die These allerdings war damals, wie gesagt, nicht neu. Sie wurde nur erstmals nach wissenschaftlichen Maßstäben behandelt und in Kommunikationsformen ausgesprochen, die man im Haus der Wissenschaften und einer Akademie als angemessen bezeichnen muss. Bonhoeffer und Bethke, so sagte Marsh, hätten ein gemeinsames Bankkonto gehabt und den Familien wie Freunden gemeinsame Geschenke gemacht. Als Eberhard Bethke heiratete, habe Bonhoeffer seine Eifersucht kaum verbergen können und sich erst danach der 20 Jahre jüngeren Maria von Wedemeyer zugewendet. Relativ schnell, mal abgesehen davon, dass man fragen muss, ob die wissenschaftlichen Bilder von Homosexualität und homoerotischen Verhältnissen, die hinter solchen Überlegungen stehen, dem Forschungsstand des Jahres 2015 entsprechend, aber relativ schnell jedenfalls, und das ist auch interessant, wie reagiert wurde auf diese Monographie, wiesen damals noch lebende Mitglieder des Freundeskreises um Bonhoeffer und Forschende, Bethke selber war bereits im März 2000 gestorben, auf schwere Fehler und Flüchtigkeiten, nicht nur der deutschen Übersetzung, sondern auch im bei Oxford University Press publizierten Original von Marsh hin. Und man ist, glaube ich, nicht unfreundlich, wenn man darauf hinweist, dass die Harschheit im Hinweis auf die Fehler auch mit der These und nicht nur mit der Monographie zusammenhing. Wir reden, wie gesagt, über das Jahr 2015. Leider lebte damals auch die erste Freundin Bonhoeffers, eine der ersten promovierten und ordinierten evangelischen Theologiestudentinnen nicht mehr, Elisabeth Bornkamm, geborene Zinn. Sie war schon 1995 gestorben und hatte es zeitlebens abgelehnt, über ihren Studienfreund und die Umstände der Trennung zu sprechen, leicht irritiert über den seit den 70er Jahren ausgebrochenen, ja, heute würde man Hype sagen, das hätte Elisabeth Bornkamm sicher nicht gesagt, um Bonhoeffer, wie ihre Tochter Aleida Assmann auf Befragen gern erzählt. Bei dem erwähnten Gespräch im Januar 2001 war sich die Runde, der auch der Bonhoeffer-Forscher Wolfgang Huber angehörte, ziemlich sicher, dass man wohl von homoerotischen Zügen in der Runde junger Männer um Bonhoeffer sprechen könne, aber eher nicht von offen praktizierter oder unterdrückter Homosexualität. Aber, meine Damen und Herren, an diesem merkwürdigen Karussell von Spekulationen,
auf zweifelhaftem Fachniveau und mit zweifelhaften Motiven, das wie gesagt sich bis weit ins 21. Jahrhundert zieht, möchte ich mich gar nicht beteiligen. Schließlich kann man den 1945 hingerichteten Theologen nicht mehr selbst befragen. Und selbst wenn man es könnte, stünde ja noch dahin, ob seine Antwort nicht den Konventionen des Berliner Bürgertums entsprochen hätte, aus dem er stammte, oder Bonhoeffer die Frage überhaupt für erheblich gehalten hätte. Worüber ich als Historiker guten Gewissens sprechen kann, ist, wie Bonhoeffer überhaupt über Sexualität schreibt. Und zwar in seinen ethischen Reflexionen, die er im Gefängnis in Berlin-Tegel geschrieben hat. Denn diese Reflexionen sind ganz repräsentativ für evangelische Theologie und Kirche im 20. Jahrhundert. Gott ordnet nach Bonhoeffer die Schöpfung durch Mandate. Und eines dieser Mandate, eines der zentralen Mandate Bonhoeffers, ist die Ehe. Und mit dem Mandat der Ehe und dem göttlichen Gebot ordnet Gott einen Bereich, in dem es um menschliche Sexualität geht. Dieser Bereich ist der Ordnung nach Bonhoeffer bedürftig, denn die Sexualität ist, und nun zitiere ich Bonhoeffer wörtlich, wesenhaft Ich-Wille. Ist süchtiger, ohnmächtiger Wille zur Einheit in der entzweiten Welt. Der Platonismus lässt grüßen, wir wollen wieder Einheit werden, wo wir zwei sind. Und er vergreift sich bei anderen Menschen alles Zitat an seiner Grenze. Ungezügelte Sexualität ist laut Bonhoeffer Bedrohung, irrsinnige Beschleunigung des Fallens, also sozusagen die quantifizierte Modernität, irrsinnige Beschleunigung des Fallens, des Stürzens, ist sich selbst bejahen bis zur Selbstvernichtung. Und deswegen liegt in der gefallenen Welt ein dunkler Schatten, nicht nur auf Sexualität, sondern auch auf Ehe und Familie, als einem Mandat, mit dem Gott die irrsinnige Beschleunigung des Fallens im Rahmen zu halten versucht. Für Bonhoeffer ist weiterhin klar, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen ist und Gott will, dass wir es ganz sind. Er hat unser Mann- und Frauentum geheiligt und Bonhoeffer unterscheidet, ganz wie praktisch alle Theologie seiner Zeit das tut, geordnete und ungeordnete Sexualität. Menschen werden schuldig des ungeordneten Begehrens und deswegen gibt es das Mandat der Ehe zwischen Mann und Frau. Obwohl Bonhoeffer nicht glaubt, dass der Zweck der Fortpflanzung des Lebens die Ehe begründet, ist kein katholischer Eheethiker, sondern freie Entscheidung der Partner. Und obwohl er sich auch gegen Prüderie im Umgang mit Sexualität wendet, also man darf das auch nicht missverstehen, was ich gerade zitiert habe, nimmt er nur selten expliziten Bezug auf die Homosexualität, ein Thema, über das man nicht wirklich spricht. Aber andeutend und implizit kommt er wiederholt auf die Thematik zu sprechen und dann kritisch, beispielsweise wenn er durch Verwirrungen und Verfehlungen verhängnisvolle Schädigungen der Gemeinschaft begründet sieht oder das unbegrenzte Ausleben des blinden Triebes beklagt. Das ist eben die, wie soll man sagen, negative Kehrseite, wenn man die Ehe als das geordnete Mandat und nur als Ehe zwischen Mann und Frau versteht. Das menschliche Recht auf volle leibliche Gemeinschaft will Bonhoeffer zufolge mit Vernunft wahrgenommen werden, also in einer freiwilligen menschlichen Selbstzurücknahme entsprechend dem göttlichen Mandat eingegrenzt werden. Völlig auszuschließen ist es dabei nicht, um des göttlichen Gebotes willen auch das Härteste zu fordern. Da ist, glaube ich, Enthaltsamkeit gemeint. Denn der Leib ist der Tempel Gottes, Wohnung des Heiligen Geistes. Ehe und Familie sind göttliches Mandat und göttliches Gebot. Ihnen entsprechend gilt es, den Körper zu erziehen und sein Triebleben unter Kontrolle zu bringen. Späte, neuzeitliche Ausläufer einer ursprünglich paganen,
im Christentum und auch im Judentum übernommenen Psychologie der Triebkontrolle, die sich tief in die jüdisch-christliche Tradition eingeschrieben hatte, wie vor allem der aus Irland stammende amerikanische Althistoriker Peter Brown und sein Kreis in diversen faszinierenden Monographien der letzten 30 Jahre gezeigt haben, Triebkontrolle verbunden mit einer Zeit der Angst in der Spätantike. Vermutlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Zuhörende, vermutlich gibt es im Blick auf das Verhältnis des Christentums wie auch der anderen monotheistischen Religionen zur Homosexualität klassische Entschuldigungsstrategien. Wie die berühmte Entschuldigungsstrategie, dass eben alles zeitgebunden ist, was zu unserem Thema in vergangenen Zeiten und auch von den großen Denkern wie Dietrich Bonhoeffer gelehrt wurde. Gern stellt man dann aus heutiger Perspektive gute Traditionen, wie beispielsweise den offenen Umgang Jesu von Nazareth mit Frauen oder dieses oder jenes Zitat, gegen eine dann aus heutiger Perspektive schlechte und dann vielleicht gar noch pagane Tradition der Körperabwertung und Homosexualitätskritik, der schlechte Zauber Platons. Einem Historiker der Antike, meine sehr verehrten Damen und Herren, scheint das alles mehr oder weniger problematisch. Traditionen lassen sich nicht einfach nach gut und schlecht in zwei Flüsse separieren, die sich dann wie Fulda und Werra von dem gemeinsamen Kuss, aus dem die Weser entsteht, säuberlich traditionsgeschichtlich trennen lassen. Hier die guten, da die schlechten Traditionen. Schön, wenn man das so einfach trennen könnte. Mir scheint auch als evangelischer Theologe, dass es sich erst einmal lohnt, ohne apologetische Tendenzen, das Aber, das sich uns immer auf die Zunge drängt, ohne apologetische Tendenzen, die Einstellungen in Vergangenheit und Gegenwart nüchtern zu bilanzieren. Die erste Monographie 2015. Und ganz ehrlich auch von einer Lerngeschichte der Religionen in der Moderne zu reden, ohne die Moderne mit bekannten Ambivalenzen zu verabsolutieren. Multiple Modernities. Aber nun äußere ich schon Erwartungen an die Diskussion, die Herr Asel gleich moderieren wird. Und wenn ich schon Erwartungen an die Diskussion äußere, dann sollte ich mein Grußwort einschließen, damit diese Diskussion gleich beginnen kann. Ich danke dem Suhrkamp Verlag und insbesondere Thomas Spahr, wie auch der Udo Keller Stiftung Forum Humanum und insbesondere Kai Wernthken. Das sind unsere beiden Partner, mit denen wir gemeinsam mit Inforadio von RBB diese Veranstaltungsreihe der Berliner Religionsgespräche seit langem durchführen. Und wir könnten sie, liebe Frau Schwind, nicht ohne Sie und Ihre Hilfe durchführen, denn nur zusammen sind wir jene heitere und anregende Runde, die diese Gespräche plant. Und lieber Herr Asel, dass Sie wieder wie bewährt moderieren, gehört inzwischen auch schon dazu. Nun aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, habe ich lang genug resoniert und wünsche Ihnen allen einen anregenden und belebenden Abend und begrüße Sie nochmals sehr, sehr herzlich im Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Bitte. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Christoph Marxis, vielen Dank. Ich hatte wesentlich mehr Fragen auf meinem Zettel erwartet von Ihnen, die wir dann allmählich abarbeiten können. Aber ich habe zum Glück auch noch ein paar eigene. Und ich darf Ihnen vielleicht kurz noch sagen, dass wir inzwischen wissen, dass wir diese Diskussionsrunde im RBB 24 Inforadio, wie es jetzt neu heißt, voraussichtlich am 22. Mai um 11 Uhr ausstrahlen und anschließend steht sie auch online weiter zur Verfügung. Ich würde gerne noch einen Schritt zurücktreten und bei der Vorstellung meiner Gäste vielleicht auch darauf kommen, was sie mit dem Thema eng oder vielleicht sehr eng verbindet. Im Jahr 2022 wurde eine vielbeachtete ARD-Dokumentation vom RBB co-produziert ausgestrahlt,
wie Gott uns schuf, Coming Out in der katholischen Kirche. Einer, der dort zu Wort kam, sitzt heute bei uns, Michael Brinkschröder, Religionslehrer an einer Münchner Berufsschule, offen schwul lebend, hat eine Dissertation zum Thema verfasst. Die Folge: bei Bewerbungen auf kirchlichen Stellen wurde er immer wieder abgelehnt. Wurden Sie da nicht irgendwann an Ihrem Glauben oder an der Institution Kirche irre? Nee, das bin ich bis heute nicht, weil ich war irgendwann im Studium, also längst vor der Dissertation, ist für mich klar geworden, ich sehe das als meine Berufung, dafür zu kämpfen, mich einzusetzen, dass es eine Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben in der katholischen Kirche gibt. Und mir war eigentlich relativ klar, das ist ein Lebensprojekt. Und das ist es auch, würde ich sagen, nach 30 Jahren ungefähr, sind wir auf halber Strecke vielleicht. Das Spannende ist, wenn man sagt, man ist auf halber Strecke, sieht man ja möglicherweise sogar schon das Ziel. Alexander Grudenski wurde ordiniert am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, ist Landesrabbiner von Luxemburg und Oberrabbiner der liberalen Gemeinde in Slowenien. Sie sind mit einem Mann verheiratet. Spielt das Thema Homosexualität, spielte das bei Ihren Bewerbungen eine Rolle? Wie wurde das in den Gemeinden diskutiert? Naja, an sich gab es keine Diskussion, weil meine erste Frage an Vermittler, weil normalerweise erste Position bekommt man mit über Vermittlung des Kollegs, dass ich war ganz klar, ich bin schwul, ich bin offen, ich habe einen Mann, also das sollte keine Überraschung für die Gemeinde sein. Also wenn eine Gemeinde Problem damit hat, dann muss ich überhaupt mich da bewerben, dann haben sie Pech einfach. Und die Gemeinden, für die Sie stehen, hatten damit kein Problem? Nein. Nun haben wir ja eben in der Einführung schon von Christoph Markschies gehört, dass auch die evangelische Kirche sehr lange brauchte, um bestimmte Selbstverständlichkeiten auszusprechen. Aber sie sieht sich ja immer gerne, Isolde Kahle, gegenüber ihrer katholischen Schwester doch etwas fortschrittlicher. Und in manchem, Stichwort Frauenordination, ist sie das ja auch. Aus Ihrer Arbeit als Professorin für praktische Theologie an der Uni Bochum: wie offen für Neues, wie inklusiv ist inzwischen die evangelische Kirche in Deutschland wirklich? Also die meisten Landeskirchen in Deutschland haben mittlerweile Segnungen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingeführt, die meisten auch auf Augenhöhe mit der Trauung von Heterosexuellen, also es ist einfach nur eine andere Form der Trauung. Es gibt noch wenige Kirchen, wo das sozusagen noch Einschränkungen unterliegt, aber selbst die württembergische Kirche, die ich nun herkunftsmäßig sehr gut kenne, da ist es unter bestimmten Bedingungen auch möglich. Das ist noch überhaupt nicht befriedigend, aber wie das dort läuft, aber sozusagen auch selbst diese Kirche, wo es noch sehr viel Pietismus gibt, macht sich auf den Weg, würde ich sagen. Wenn sich viele in der nicht-muslimischen Mehrheitsgesellschaft mit der Mehrheit der Muslime vielleicht einig zu sein scheinen, dann ist es bei dem Satz, der Islam ist homophob. Nun ist der Islam ja gar kein agierendes Subjekt. Abgesehen davon hören wir immer von Verfolgungsgeschichten von queeren Menschen. Muhannad Khorshid ist Professor für islamische Religionspädagogik in Münster. Ist das ein großes Missverständnis? Nein, das ist kein Missverständnis, denn wenn ich mir ja also auch unsere Studierende, wir haben in Münster 800 Studierende und wir, zwei Drittel davon werden Religionslehrerinnen und Lehrer für den islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Deshalb ist das ein Thema, das wir immer wieder besprechen. Aber ich merke schon, wie schnell fertige Antworten kommen, die Studierende mitbringen, aus deren religiösen Sozialisation her, von den Moscheegemeinden, von den Familien. Und gerade dieses Thema, Homosexualität, das ist so die rote Linie, wo alle dann bis auf ganz wenige Aufnahmen aufstehen und sagen, das ist ganz klar die Antwort, das geht nicht einfach. Das ist die Sünde schlechthin und das sind die Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben, auch in der Ausbildung. Und das zeigt, dass das kein jetzt Klischee gegen den Islam oder so, sondern wie Sie sagen, der Islam ist nicht das Subjekt, der für sich spricht, sondern die Muslime. Und da geht es darum, aufzuklären und das innerislamisch aus einem, also aus der Religion heraus, diese Aufklärung zu betreiben, nicht aufsetzen von oben.
Jetzt haben wir schon einen theologischen Begriff gehört, nämlich Sünde. Wir werden sicherlich nachher darauf noch mal ausführlicher zu sprechen kommen. Bei dem Untertitel unseres Berliner Religionsgesprächs steht die Formulierung Grundproblem der Weltreligion. Und nun sollten wir vielleicht diese Formulierung erst einmal hinterfragen bei unserem Thema. Sind Homosexualität und andere Formen der Queerness tatsächlich ein Problem der Religionen? Ein Problem der miteinander verbundenen Traditionen oder doch das der jeweiligen Gesellschaften, die Religionen praktizieren? Und was könnte ein Problem sein, das sich nicht einfach so ausräumen lässt, indem wir sagen, andere Zeiten, andere Sitten, wir sind heute aufgeklärt. Herr Solle-Kahle, versuchen Sie mal einen Anfang zu machen. Also ich würde sagen, dass Christentum, mindestens jetzt, wenn ich für das evangelische, protestantische Christentum spreche, inzwischen eine Mehrheit auf jeden Fall sozusagen kein Problem mehr hat, Homosexualität als eine menschliche Grunddisposition und gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu akzeptieren. Wir merken ja auch, das ist sozusagen so eine Lerngeschichte bei den Kirchen, da erst hat man Angst gehabt, dass die traditionelle Ehe quasi verliert, wenn jetzt auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften getraut werden und heiraten können. Faktisch ist es so, dass die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Paare und auch ihre Verheiratung dieses Ehemodell gestärkt hat und nicht geschwächt hat, sozusagen aus ihrer etwas konservativ vertrockneten Ecke herausgeholt hat. Nee, aber das andere Problem ist, dass wir natürlich signifikante Minderheiten haben, die sehr stark auch dagegen sind. Also, und die sagen, Homosexualität ist Sünde. Und manche machen das auch sehr aggressiv. Und in diesen starken Minderheiten, da würde ich sagen, also Religion ist ja insgesamt etwas, was sozusagen mit Emotionalität auch zu tun hat. Deshalb gibt es da manchmal so eine Erhitzung. Gewissermaßen werden Konflikte schärfer ausgetragen. Aber sozusagen diese scharfe Ablehnung von Homosexualität und auch liberaler Sexualität, die geht oft einher auch eben mit politischen Positionen von Antigenderismus und auch einem gewissen Fundamentalismus, eine AfD-Nähe zum Beispiel auch. Also sozusagen, wo sozusagen man versucht, das ist jetzt jedenfalls meine Erklärung, die vielen Verunsicherungen, die eine liberale Demokratie, eine liberale offene Gesellschaft mit sich bringt, mit besonders harten Identitäten zu kompensieren und da sozusagen ganz starr dann auch zu argumentieren und in der Meinung, dass sozusagen alles zusammenbricht, die Ordnung, von der wir vorhin gehört haben, die Ordnung zusammenbricht, wenn hier solche Öffnungen, wie sie in der Gesellschaft ja beobachtbar sind, auch in der Kirche sich ergeben. Also es ist eine signifikante Minderheit, die hier also ganz anders ist und die tatsächlich insofern ein Problem ist. Bei der methodistischen Kirche sieht man das, die sie auch auf weltweit organisiert ist, dass es Kirchen wirklich nahe an die Spaltung bringt, weil die methodistische Kirche in der Mehrheit auch eigentlich, nein, der Mehrheit im Westen, nicht weltweit, Homosexualität gerne völlig selbstverständlich akzeptieren würde, aber jetzt die Generalkonferenz 2019 entschieden hat, dass mit einer ganz geringen Mehrheit dort weltweit, dass es nicht möglich ist und das ist zum Beispiel für diese Kirche wirklich, das bringt sie an den Rand der Spaltung. Das ist natürlich im Protestantismus, wo eben so synodale Prozesse ganz wichtig sind, dann ja auch ein Punkt zu sagen, dann machen wir unsere eigene Kirche auf. Da hat es die Katholizität anders, sozusagen, geht anders mit diesem Problem um, weil da solche Schismen nicht so schnell auftauchen. Wie ist das, Michael Brink-Schröder, aus der katholischen Perspektive? Ist es in der Tat da auch nicht so sehr ein Grundproblem der Religion, als vielmehr ja, von Erwartungen, Befürchtungen der Glaubenden. Der Glaubenden, da bin ich mir nicht so sicher. Die Glaubenden sind, oder die Gläubigen sind in der katholischen Kirche in Deutschland wahrscheinlich weit progressiver im großen Durchschnitt oder in der Mehrheit als der Klerus, als der Vatikan zum Beispiel, als entscheidende Behörde. Von daher glaube ich, die Gläubigen sind nicht das große Problem. Allerdings hat es ja im letzten Jahr sehr viele Aktionen gegeben, wo Regenbogenfahnen aufgehängt worden sind an Kirchen. Und davon sind auch viele verbrannt worden.
Also es gibt da doch auch so eine Aggression irgendwo in den Gemeinden bei Gläubigen. Das sollte man auch nicht ganz außer Acht lassen. Ich wollte nochmal anders argumentieren. Wir sind ja auch in der katholischen Kirche auf einem synodalen Weg und kriegen damit wahrscheinlich ja auch ganz ähnliche Probleme und Lösungsmuster aber auch ins Haus. Also wenn nicht mehr alles nur von einer Hierarchie entschieden wird, sondern wenn eben von Gläubigen, Laien, Laienverbänden und den Bischöfen gemeinsam entschieden wird, welche Orientierung sich die Kirche selbst gibt und wie sie ihre Tradition auslegt. Das ist ja im Moment sehr interessant. Der synodale Weg hat ganz viele progressive Beschlussvorlagen auf den Weg gebracht, also zum Beispiel zu Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare, die Forderung, dass die Lehre der katholischen Kirche weltweit geändert wird, dass Beziehungen, dass Sexualität in Beziehungen nicht mehr als Sünde bewertet wird und auch außerhalb von heterosexuellen Ehen möglich sein soll, akzeptiert werden soll. Also das sind ganz neue Ideen im Grunde genommen für die katholische Kirche. Und da ist die katholische Kirche in Deutschland jetzt diejenige, die das ausprobiert, also die Speerspitze der Bewegung, könnte man sagen. Ich hoffe, dass auch andere Länder in der katholischen Kirche nachziehen werden. Jetzt haben wir eben gehört, Hierarchien können ein Problem sein, wenn man die weltweite Landschaft der Muslime anschaut. Da ist ja gerade Hierarchie nicht das Thema. Und ich habe den Eindruck, manchmal gibt es dort, wie in diversen auch evangelischen Gemeinden, eine Art Überbietungswettbewerb darüber, was richtig ist und was nicht richtig ist. Wie ist dieses, was wir eben formuliert haben, vielleicht weniger ein Grundproblem der Religion als ein Grundproblem derer, die Religion praktizieren, aus Ihrer Sicht? Also dieser Überbietungswettbewerb, wie Sie es genannt haben, das ist ja eine Dimension der Identität. Das hat viel mehr mit Identität zu tun als mit jetzt einer theologischen Reflexion im Sinne von, je mehr ich muslimischer mich zeige, desto fester halte ich an meiner islamischen Identität. Und dann spielt das eine wichtige Rolle. Aber was wichtig ist, was Sie am Anfang gesagt haben, in der Tat, das unterscheidet der Islam gerade vom katholischen Christentum, dass wir kein Lehramt haben, keine Hierarchien. Das erlaubte innerhalb der islamischen Tradition eine unglaubliche Vielfalt. Also gerade Thema Homosexualität. Wir haben sogar im Koran selbst, wir kommen noch auf Koran und Bibel zu sprechen, sicher, aber da gibt es Grundlagen für beide Seiten. Und dann ist es eine Frage der Interpretation. Und dann sieht man, dass, also ganz frühzeitig Positionen gab. Dichter Abu Nuwas, einer der bekanntesten, der homoerotische Dichtung auch geschrieben hat. Exegeten wie Qurtubi, also ganz traditionelle, die vom dritten Geschlecht geschrieben haben. Es war immer Frage der Interpretation. Und je nach Kontext, je weniger der Kontext patriarchalisch war, desto mehr hat man solche Auslegungen akzeptiert, auch die Homosexualität akzeptiert. Was ich nur damit sagen will, ist es keine primär Frage der Theologie selbst, sondern eine Frage, ja, wie entwickelt sich was in der Gesellschaft und welche Rolle spielt dabei Religion dann? Spielt Religion die Rolle des der Begründung, warum das jetzt gut oder nicht gut ist, oder wird Religion nur aufgesetzt, um die eine oder die andere Position zu legitimieren, zu begründen, und das alles haben wir in der Bandbreite. Vielleicht letzter Satz dazu, heute, weil Sie das gesagt haben mit dem Politischen, also als Minderheit in Europa, da merkt man schon, dass die Diskussion eher eine identitätspolitische im Sinne von, ja, wenn der Westen, wenn diese, die uns unterdrücken, das von uns erwarten, dann erst recht nicht, dann ist das so und bleibt das so, und das wird als Unterscheidungsmerkmal und Ab- und Ausgrenzungsdimension, was Identität betrifft, ohne eine wirklich theologische Reflexion. Ich erlebe das sehr oft in unseren innerislamischen Diskursen, dass die theologische Reflexion öfters fehlt. Jetzt bin ich gespannt,
ob unser jüdischer Vertreter auch sagt, es ist keine Frage der Religion, es ist eine Frage derer, die damit umgehen. Wie ist das in der jüdischen Community, die ja auch eine sehr vielfältige ist, mit sehr unterschiedlichen Positionen? Ja, ich glaube, mit Juden ist noch komplexer, weil für viele Juden Religion spielt wirklich überhaupt keine Rolle. Sie kommen in die Synagoge aus unterschiedlichen Gründen, aus Zugehörigkeitsgefühl zum jüdischen Volk, mit Glaube an Gott, ohne Glaube an Gott, etc. Daher, einfach gesagt, das Soziologische ist viel wichtiger in diese Frage, wie ist die Beziehung in die Gemeinde, wie intensiv sie sind, wie verstehen einander Leute, wie offen geht man mit bestimmten Sachen um. Und wie fühlen sich Juden in der jeweiligen breiteren Gesellschaft? Das ist eigentlich ziemlich gleiche Dynamik. Wenn es eine Art Konflikt gibt, versucht man sich abzuschotten, auch damit zu sagen, naja, das ist, wir sind etwas anderes und traditionelle Familienwerte, sehr negative Darstellung der Homosexualität ist Teil davon. Oder Luxemburg ist ein gutes Beispiel, wir sind super integriert. Als ich dorthin gekommen bin, eine der ersten Sachen, die mir gesagt wurden, ja, unser Ministerpräsident ist auch schwul. Also überhaupt kein Thema, also ich muss mich entspannen, etc. Also, und dann kommt irgendwann theologische Auseinandersetzung. Und je nachdem, wie friedlich und freundlich die Situation in der Gemeinde ist, desto dann sehen wir, wohin das geht. Aber ich würde sagen, statistisch gesehen, ja, also wenn man so weltweit Judentum betrachtet, es ist momentan ziemlich klar, die Mehrheit der Juden sieht in Homosexualität, Bisexualität oder was noch immer keine Sünde. Bevor wir jetzt wirklich zu so solchen theologischen Knackfragen kommen, das Stichwort Identität. Es gibt ja viele Themen, über die sich Glaubende, auch über die sich nicht Glaubende oder sich nicht glaubend meinenden Menschen intensiv streiten können, die sehr emotional sind. Hat dieser Fokus, der manchmal auch bis hin zu ja, wie soll man sagen, dogmatischen Positionen bis hin auch zu Verengungen von ethischen Fragestellungen auf die Sexualität bezieht, hat das etwas damit zu tun, weil es da tatsächlich um die Frage der Identität geht und der Autonomie der jeweiligen Person? Ist es möglicherweise ein Ort, wo etwas ausgetragen wird, was an vielen anderen Stellen des Personenseins auch für religiöse Menschen wichtig ist? Frage an mich. Ich schaue mal erstmal Isolde Kahle an. Also auf jeden Fall ist es so, dass Sexualität natürlich ist es ja was uns berührt, was sozusagen existenziell von Bedeutung ist. Es ist ja nicht, also jedenfalls, wenn man irgendwelche Bedeutung damit verbindet, natürlich kann man sie auch so praktizieren, dass es nicht dabei ist, aber in der Regel bedeutet uns das ja viel. Und deshalb ist natürlich klar, dass es hier um Identitätsfragen auch geht. Ich glaube aber, dass Sexualität so ein Riesenaufreger ist, auch in den Religionen. Also muss man einfach mal sehen, es hat sich einfach wahnsinnig viel verändert in den letzten 50, 60 Jahren. Also in den 60er Jahren war Sexualität prinzipiell und überall ein riesiger Aufreger, weil sie im Prinzip verboten war. Also bis auf die kleine Nische der Ehe sozusagen. Aber sonst war ja alles andere verboten. Und wenn man ein uneheliches Kind, wie man damals gesagt hat, bekam, war das eine Riesenschande für die betroffene Frau ein solches zu bekommen. Die Männer waren gut außen vor. Also insofern sozusagen, es war ja extrem tabuisiert. Und das hat sich aufgelöst in der relative Permissivität und Liberalität und Jugendsexualität ist selbstverständlich und so weiter. Und da muss man sagen, die Kirchen sind immer ein bisschen langsamer sozusagen, kommen dem immer etwas hinterher. Aber dann gibt es eben manche Menschen, die daran weiterhin festhalten und sagen sozusagen, dass diese Ordnung, die bis in die 60er Jahre hinein gegolten hat, die ist die richtige, die ist die Gottgewollte. Und sie verteidigen das eben auf Biegen und Brechen, weil eben, wie gesagt, sie da den Eindruck haben, also das ist dann halt diese Vorstellung, in der Bibel steht schon, dass Homosexualität Sünde ist und so weiter, dass sich daran ein gottgefälliges oder nicht gottgefälliges Leben entscheidet. Mhm.
Jetzt frage ich doch mal hier, wir haben jetzt hier keine Dogmatiker, wir haben hier auch keine Personen, die Lehrbefugnis haben, um über Auslegung heiliger Schriften zu sprechen. Ich frage diese Runde jetzt einfach mal, weil die trotzdem sehr wichtig ist. Was steht denn da in Bibel und Koran? Lesen wir das sehr selektiv? Gibt es da Dinge, die auch ein Ärgernis sind, an denen wir uns abarbeiten müssen als moderne Menschen? Wie können wir diese Auseinandersetzung auch um die Frage, was gilt, an der Stelle festmachen? Fangen Sie an und dann dürfen die anderen. Also es ist zweifellos so, dass die sehr wenigen Stellen, die in der Bibel auf homosexuelle Praktiken, sage ich mal, hinweisen, alle negativ sind. Es gibt nirgends eine positive Bewertung, aber Sie sehen schon an meiner Formulierung, es lag überhaupt nicht im Horizont der biblischen Überlieferung der Antike, so etwas wie Homosexualität als Grunddisposition zu denken oder an gleichgeschlechtliche Partnerschaften zu denken, die sozusagen in Liebe und Treue praktiziert werden. Im Alten Testament sind die wenigen Stellen oft bezogen auf Fremdkulte oder auch Inzestverbot. Im Neuen Testament von Paulus, die Stellen sind vor allem schwerpunktmäßig, nicht alle, aber schwerpunktmäßig darauf bezogen, dass Paulus sich gegen die damals praktizierte und häufige Päderastie wandte. Das heißt, dass römische Bürger einfach 13-jährige Sklaven vergewaltigt und missbraucht haben. Und das war einfach total normal. Bei den Symposien sind die nackt rumgelaufen und so weiter. Und das hat er verurteilt. Und das waren sozusagen verheiratete römische Bürger, die dann halt sozusagen diese Knabenschänderei, heißt es dann in der Bibel, ja, also das betrieben haben. Also es war überhaupt nicht im Horizont so etwas wie eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Das ist sozusagen überhaupt nicht im Vorstellungshorizont. Insofern kann man es in der Hinsicht relativieren, aber ganz klar, die Aussagen, die wir haben in Bezug auf homosexuelle Praktiken, sind negativ. Und die werden auch immer, sagen wir mal, von Glaubenskongregationsvertretern auch immer angeführt oder nicht mehr? Nein, das werden sie nicht mehr. Also interessanterweise hat die päpstliche Bibelkommission ein Buch geschrieben über Anthropologie mit einem Kapitel, 10 Seiten über Homosexualität in der Bibel. Und da hat sie also insbesondere die Geschichte über Sodom in Genesis 19 praktisch von dem Thema Homosexualität evakuiert und gesagt, also darum geht es nicht. Und damit hat sie, sondern um den Bruch der Gastfreundschaft, des Gastrechtes etc. Und damit hat sie etwas gemacht, wo zum Beispiel in dem Papier der Glaubenskongregation von 1986, da stand noch, das ist ja selbstverständlich klar, dass es in Genesis 19 um das Verbot der Homosexualität geht. Also da stand ein Satz, das war überhaupt keine Argumentation, das war nur die Behauptung. Und das hat jetzt die päpstliche Bibelkommission abgeräumt. Und das finde ich durchaus einen beachtlichen Fortschritt in der Theologie und in der offiziellen Bibelauslegung. Das ist noch lange nicht angekommen überall. Also weltweit wird in Afrika zum Beispiel wird die Sodom-Geschichte immer noch als die zentrale Argumentationsfigur aus der Bibel gegen Homosexualität verwendet. Aber immerhin, der Vatikan ist da einen Schritt weiter. Hat allerdings auch gleich dazu, die Glaubenskongregation hat dann gleich dazu gesagt, dass da jetzt aber keine Begründung dafür, dass es Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare geben könne. Also sofort die Bremse nochmal rein. Ja, da ist die katholische Kirche und da wird unser Luxemburger Kollege sofort hellhörig, ein bisschen wie die Echternacher Springprozession, 2 vor, 1 zurück, manchmal auch 2 zurück. Levitikus 20,13. Also drittes Buch Mose, eine der Stellen, die auch immer wieder angesprochen werden. Schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Das steht unter den todeswürdigen Verbrechen. Wie gehen gesetzestreue Jüdinnen und Juden mit so einem Satz um? Wie gehen Sie in der Auslegung mit so einem Satz um? Also allgemein im Judentum würde ich sagen, mit allem Respekt zur Bibel, Bibel wird sehr vorsichtig gelesen. Und Bibel ist sozusagen nur Beginn der Geschichte, Auseinandersetzung mit theologischen Fragen.
Und die jüdische Tradition ist ziemlich reich an Diskussionen und Kontroversen. Dazu muss ich auch sagen, es ist nicht nur Bücher, es ist auch gelebte Erfahrung der Menschen. Das spielt eine sehr große Rolle in jüdischen Auseinandersetzungen mit Wille Gottes, wenn man so will. Und das ist nicht nur heutiges Phänomen, sondern es ist auch in Talmud, Rabbiner ständig sagen, lass uns auf den Markt gehen und sehen, was Leute machen. Tatsächlich, wir besprechen das alles in unserem schönen Studienhaus, Lehrhaus, aber wir brauchen eine Verbindung zur Realität, was Menschen tatsächlich leben. Diese Stelle in der Bibel wird traditionell auch sehr eng definiert als sexuelle Praktiken, bestimmte sexuelle Praktiken. Und manche gesetzestreue Juden, wie Sie es jetzt sagen, für sie diese Unterscheidung zwischen was es jetzt Rabbiner verboten haben und was es in der Tora verboten ist, zu machen. Also es gibt nirgendwo in der Bibel Verbot der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, so die Argumentation. Und man kann miteinander leben und einander lieben, ohne diese bestimmten Praktiken, die Sie jetzt angesprochen haben, zu praktizieren. Das ist eine kleine Minderheit innerhalb der Orthodoxie, die versucht, innerhalb des orthodoxen Systems einen Weg zu finden, der mehr oder weniger zumindest technisch oder halachisch-logisch, also religionsrechtlich, mehr oder weniger plausibel erscheint. Aber in mehr liberalen Spektrum des Judentums, Hauptthemen sind eigentlich Würde des Menschen. Und das ist heutzutage ein Metathema, die alles anderes sozusagen bedeckt. Wenn etwas in der Tradition, ob es in der Bibel ist oder in der rabbinischen Tradition, etwas gibt, was heutigen Vorstellungen von Würde des Menschen widerspricht, sprich Frauen, Status der Frauen oder Homosexualität oder es gibt bestimmte fremdenfeindliche Aussagen in der jüdischen Tradition, das wird ziemlich radikal einfach zur Seite gelegt und sagen, das ist Geschichte, heutzutage werden wir das nicht tolerieren, akzeptieren oder als Empfehlung für die Gemeinschaft aussprechen. Würde des Menschen als ja das, was die eigentliche Botschaft auch der Heiligen Schriften ist, also sozusagen das nicht an den Phänomenen zu hängen, die vielleicht in einer bestimmten Zeit ausgesprochen wurden, für eine bestimmte Zeit ausgesprochen wurden, sondern an dem, was dahinter liegt. Die Bibel wird sehr vorsichtig gelesen, haben wir eben gehört. Wie ist das bei der Lektüre des Korans? Ich meine, wir können uns auch fragen, wie intensiv wird der Koran gelesen? Auch da gibt es bestimmte Stellen, auf die immer wieder hingewiesen wird, wenn es darum geht zu sagen, Homosexualität ist eine Sünde. Gibt es da auch eine Möglichkeit zu sagen, was ist eigentlich die Kernbotschaft der Würde und was ist möglicherweise, ich will jetzt nicht sagen Zufälliges, aber was da auch steht? Tatsächlich, diejenigen, die vom Verbot oder von Sünde der Homosexualität sprechen, berufen sich hauptsächlich auf die Sodom-Geschichte oder Lot-Geschichte im Koran, die kommt vor. Und da wird klar gesagt, oh, das ist ja das Verbot von Homosexualität und da war eine göttliche Strafe da für das Volk von Lot. Die moderne Auslegung dieser Verse um Lot, da geht es so ähnlich, was Sie angedeutet haben, ging es hier um Homosexualität oder der Koran beschreibt selber, es waren verheiratete Männer, die die Gäste von Lot überfallen wollten. Worum geht das hier? Das ist die eher moderne, die sich noch nicht so stark durchgesetzt hat, in bestimmten Kreisen schon, aber noch nicht so stark an den theologischen Fakultäten der islamischen Welt jetzt, vielleicht in Deutschland, immer
Stück mehr, aber da sind wir noch am Anfang, dass sich sowas durchsetzt. Und die eigentliche Trennlinie ist jetzt kein bestimmtes so Prinzip Würde oder so, sondern würde ich sagen jetzt das Menschenbild. Und zwar geht es um ein Menschenbild, der Mensch als Objekt der Religion oder Subjekt der Religion. Das heißt, ist er ein passiver Empfänger von fertigen Antworten der Theologie, wo Theologen kommen und sagen, das ist die göttliche Ordnung. Ob es euch gefällt oder nicht, ist euer Problem, das müsst ihr so handhaben, ansonsten werdet ihr später bestraft oder Gottes Zorn kommt über euch. Da ist der Mensch ein Objekt der Religion, er empfängt nur Instruktionen und es gelte, diese Instruktion muss sich daran halten. Oder ist der Mensch ein Subjekt im Sinne von, wir denken nicht, was will Gott jetzt oder was ist die göttliche Ordnung, sondern was wollen die Menschen eigentlich, was sind deren Bedürfnisse, was wollen, Gott hat die Menschen so angenommen, wie sie sind und was sind die Fragen der Menschen, der Mensch als Subjekt ist Ausgangspunkt einer ganzen Theologie und das ist die eigentliche Trennlinie heute in der Theologie zwischen, ich nenne sie plakativ jetzt, Konservativen auf der einen Seite und liberalen Auslegungen von solchen Interpretationen. Wo steht der Mensch hier? Das wäre etwas, was auch im interreligiösen Dialog ganz wichtig wäre, weil diese Trennlinie finden wir immer wieder an verschiedenen Stellen. Allgemeines Nicken. Wollen Sie es ein bisschen erläutern? Also ich wollte noch sagen, im Anschluss, also wir haben es von Ihnen beiden schon gehört, sozusagen, was ist sozusagen, von welcher Perspektive aus interpretiere ich etwas? Ja, weil die Bibel können wir ja zum Beispiel, man kann sie nicht wörtlich verstehen, das geht gar nicht. Das denken manche Leute, geht aber nicht, das ist immer nur selektiv. Und würde ich versuchen, sie wörtlich zu verstehen, würde ich mich in tausend Widersprüche verwickeln. Das heißt, ich habe immer einen bestimmten Blick auf das, was da drin steht. Und da wollte ich nochmal ergänzend sagen, so, also im Neuen Testament heißt es, schreibt Paulus von das Glaube, Liebe, Hoffnung bleiben, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Das heißt nicht der Glaube, nicht die Dogmatik, sondern die Liebe, die ist das Wichtigste. Und die Liebe ist sozusagen der bestimmende Faktor für das, wie wir miteinander umgehen und wie wir dann auch Glaubenssätze zu interpretieren haben, dass sie eben lebensdienlich sind und dass sie sozusagen dem Prinzip der Liebe entsprechen. Und auf dieser Basis sozusagen fände ich das jetzt ganz spannend, sozusagen da nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen. Michael Birkschröder. Ja, ich würde da gerne nochmal einhaken, weil was wir jetzt machen, ist die gute Tradition rauszuarbeiten und um auf diese Weise die schlechte Tradition loszuwerden. Als ich mich während meiner Dissertation mit dem Thema auseinandergesetzt habe, da war für mich das Problem, jetzt aus katholischer Sicht ungefähr eine 2000-jährige Kirchengeschichte durchgängiger Antihomosexualität vorzufinden. Also da gab es keine Vielschichtigkeit, da gab es keine großen Debatten. Die Debatten waren höchstens, wie scharf ist die Strafe, also Scheiterhaufen oder nicht oder so etwas. Also da gibt es erstmal sehr wenig Anknüpfungspunkte in der Tradition, in der christlichen Tradition. Die kommen dann schon auch irgendwie, aber das sind doch sehr vereinzelte Stimmen gewesen. Unter Umständen jemand auf dem Scheiterhaufen, der sagt, mein Gott ist ein völlig anderer als der, an den die Christen glauben oder die Kirche glauben. Also das sind aber ganz vereinzelte Stimmen. Und also ist die Frage, können wir überhaupt ehrlicherweise nochmal wieder zurück an diese Wurzeln, jetzt in den Heiligen Schriften? Oder ist uns dieser, müssten wir nicht eigentlich akzeptieren, dass dieser Weg verstellt ist? Also weil ja, wenn wir als Privatpersonen ein Erbe annehmen, müssen wir ja das ganze Erbe annehmen. Wir können nicht sagen, wir schlagen bestimmte Dinge aus und andere Dinge, die uns passen, nehmen wir. Wenn man also wir können ja zum einen fragen, wie ist diese Tradition zur Tradition geworden? Aber wenn wir uns als katholische Menschen, als evangelische Menschen, als Muslime, als Juden verstehen, müssen wir mit dieser Tradition auch umgehen. Und das war ja meine Frage ganz am Anfang, steckt möglicherweise nicht erst irgendwann später, weil sich alles irgendwie so abgeschmirgelt hat, das Problem, liegt es vielleicht doch auch, und das ist eine Frage, die sich ja immer auch bei Religionen stellt, bei Offenbarungsreligionen ohnehin, liegt möglicherweise schon ganz am Anfang etwas, was dann mit diese, in Anführungszeichen, schlechte Tradition oder diese homophobe Tradition
befördert hat. Ja, da würde ich gerne eine Antwort versuchen, und zwar eigentlich mit einem jüdischen Exegeten, Howard Eilberg Schwarz. Der hat ein Buch geschrieben, Gods Phallus und andere Probleme von Männern und Monotheismus. Und der, im Grunde genommen diskutiert er, wie eigentlich das Problem der Beziehung von Männern in patriarchalen Gesellschaften, das relevantere Geschlecht und einem männlichen Gott dargestellt werden. Und wenn es eine enge Beziehung ist, wenn es eine mystische Liebesbeziehung ist, dann ist man immer sehr schnell auch im Bereich der Homoerotik. Und er zeigt ganz viele Beispiele auf, wie im Ersten Testament Strategien entwickelt worden sind, nicht hinzugucken, zu verschweigen, zu tabuisieren. Also das Problem des männlichen Gottes und seines Geschlechts in der Liturgie, in der bildlichen Darstellung oder in der Metaphernsprache, Körpermetaphern, wie man das entschärfen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass das Grundproblem der monotheistischen Religionen ist, diese Beziehung zwischen Männern, gläubigen Männern und einem primär männlich vorgestellten Gott. Wenn wir kein Patriarchat mehr haben und wenn wir uns Gott nicht mehr als Mann vorstellen, dann haben wir diese Probleme auch nicht mehr. Und möglicherweise ist das die Erklärung dafür, eine Erklärung, warum wir uns jetzt lockerer machen können mit diesem Problem. Lag es also die ganzen 2000 Jahre oder noch länger tatsächlich am Patriarchat? Vielleicht an unserem falschen Verständnis des Göttlichen oder eingeschränkten Verständnis des Göttlichen? Kommen wir allmählich im Laufe eines langen Weges immer klarer dahin, auch diese ganzen Fehler und Irrtümer zu erkennen? Oder ist das jetzt wieder eine Vorstellung, Fortschritt im Zivilisationsprozess, die sich dann ganz schnell wieder wie ein schönes Soufflé in sich zusammenfallen lässt? Darf ich einen Satz dazu sagen? Ich habe mich vor 2 Jahren in einem Buch damit auseinandergesetzt, warum, obwohl der Koran durch und durch von dem liebenden, barmherzigen Gott spricht, also wirklich, also das Attribut Barmherzigkeit kommt sehr prominent vor im Koran. Und dennoch, in der Theologie wird dieses Gottesbild kaum rezipiert. Und ich habe das zurückverfolgt, wann begann das alles überhaupt und so. Und wenn man das sieht, so im 8. 9. Jahrhundert, nicht zu trennen von den politischen Entwicklungen damals, unter den Umständen, als Theologie systematisch niedergeschrieben wurde, dann kann man nicht verstehen, warum dieses und nicht jenes Gottesbild sich durchgesetzt hat, wenn man nicht die politischen Implikationen im Rahmen dessen, die Theologen gearbeitet haben, was die Kalifen damals, welche Theologen sie zu Hoftheologen erklärt haben oder unterstützt, gefördert haben und andere Theologen nicht. Warum hat sich die islamische Mystik zum Beispiel nie wirklich so stark durchgesetzt wie die Orthodoxie mit einem eher restriktiveren Gottesbild? Also ich glaube, es gibt sehr viele menschliche Projektionen in Gott. Patriarchalische Gesellschaften auf Macht hinaus oder machtstrebende Gesellschaften, Menschen, Personen, das hat auch mit unserer Psyche vielleicht auch viel zu tun, projizieren ein bestimmtes Gottesbild. Und deshalb sehe ich den Anfang immer, also nicht nur an der Theologie an sich zu arbeiten, sondern gleichzeitig an den Menschen zu arbeiten. Also Sie zeigen auf. Also ich glaube, dass also für mich wäre wichtig, weil ich nun mal Christin bin und das auch gerne bleiben möchte, dass ich sozusagen mit der biblischen Tradition kritisch umgehe. Das ist das, was wir lernen sozusagen in der Wissenschaft. Und kritisch heißt unterscheiden. Und das heißt, ich muss nicht alles gut finden und nicht alles schlecht finden, sondern ich unterscheide. Und ich gehe auch mit einem sozusagen, also im Hinblick auf Homosexualität, ist das einfach nochmal, da müssen wir einfach nicht auf dem Wissensstand der Antike stehen bleiben, sondern da wissen wir heute mehr. Wir wissen auch im Hinblick auf zum Beispiel medizinische Behandlung mehr. Wir würden eine Augenentzündung nicht mehr mit Lehm behandeln. Und das macht kein Mensch, das macht auch kein Fundamentalist. Und insofern denke ich sozusagen, wir haben viel, viel mehr gelernt und auch zum Thema Homosexualität zum Glück viel, viel mehr gelernt, zum Thema Gleichberechtigung und was weiß ich was alles. Und wir können von dieser Perspektive aus sozusagen dann einfach bestimmte
Entwicklungen und Bezeichnungen und Narrative in der Bibel auch sozusagen kritisch beurteilen. Aber auf der anderen Seite möchte ich schon sagen, also einfach alles nur unter Patriarchat subsumieren. Ich meine, ich komme vom Feminismus her, aber diese Formel war mir schon immer zu einfach. Also es ist einfach so, dass wir schon in der hebräischen Bibel und dann auch im Neuen Testament, das ist sozusagen überall, gibt es auch gegenläufige Tendenzen. Man kann hier nicht alles über einen Kamm scheren. Wir haben schon in Genesis 1, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, und männlich und weiblich schuf er sie sozusagen, wo schon das Gottesbild sozusagen rückwärtsgewandt auch sozusagen beide Geschlechter beinhaltet. Und also man könnte jetzt auf ganz viele Erzählungen rekurrieren, wo überhaupt sozusagen Frauen auch wirklich Subjekte sind und nicht einfach Opfer vom Patriarchat. Und im Neuen Testament, also ich will es jetzt gar nicht ausführen, aber sozusagen wir müssen, kritisch heißt einfach mit Unterscheidungsfähigkeit. Und es gibt ganz vieles. Und für mich ist eben, ich habe es noch schon gesagt, dieses Glaube, Liebe, Hoffnung, die Liebe aber ist die größte unter ihnen, zum Beispiel so ein Kernsatz. Oder die Rede von der Neuschöpfung im Galaterbrief, wo es heißt, da ist eben nicht mehr Mann noch Frau und nicht mehr Jude noch frei und nicht mehr all die Unterscheidungen, die wir menschlich immer machen, um zu kategorisieren, um Abwertungen einzuführen, sondern in Christus sind wir eins, da sind wir gleich. Das ist für mich ein Spitzensatz im Neuen Testament. Und der von dem aus sozusagen betrachte ich dann eben andere Sätze, die dem nicht entsprechen, und muss sagen, so, die sind eben, da ist Paulus nicht auf demselben Niveau, und deshalb sozusagen halte ich mich an das hohe Niveau und betrachte von dort aus die Lebensdienlichkeit des christlichen Glaubens. Und deshalb muss man aber trotzdem natürlich ganz total kritisch sein, und in puncto Frauen gibt es da auch noch viel zu erzählen, aber jedenfalls diese Differenziertheit finde ich wichtig und nicht entweder oder. Alexander Kudenski. Also ich eigentlich nur dazu zusätzlich sagen, also es ist oft höre ich oder habe so ein Gefühl, dass Christ sein, Jude sein, Muslim sein, das heißt immer so rückblickend in die Geschichte schauen. Ob etwas jüdisch ist, da muss ich begründen, da irgendwo in irgendeinem Buch, irgendein Rabbiner hat gesagt, etc. Es ist auch manchmal auch wichtig, und da muss man wissen, die Entwicklung der der Fragestellung, aber im Grunde genommen, es geht um unser Leben heute und morgen und übermorgen. Und daher glaube ich, vor allem in solchen Fragen, da muss man tatsächlich sehr vorsichtig sein, und was Gott offenbart heute, also in jüdischen Traditionen, zumindest in meiner Tradition, diese permanente Offenbarung Gottes ist ein offener Prozess. Es ist nicht etwas, was vor 2000, 3000, 5000 Jahren passierte, sondern es passiert jeden Augenblick, und wir müssen das auch ernst nehmen und nicht nur in Bücher schauen. Das sozusagen mein nur Zusatz, was wir schon... Nur ein Satz dazu. Also bei uns, zumindest im islamischen Kontext, funktioniert das nicht immer, weil es ist immer Frage der Identität. Und Identität bedeutet, wie ernst nehme ich die Tradition? Es ist unterschiedlich, wenn ich jetzt herkomme und sage, wir interpretieren das jetzt anders heute. Heute leben wir in einer modernen Gesellschaft, wir sehen es anders. Das wird nicht so akzeptiert von den Muslimen, wie wenn ich sage, der bekannte Theologe XY aus dem 11. Jahrhundert hat das genauso gesagt auch. Dann heißt es, okay, dann haben wir Traditionen dafür. Dann verlieren wir nicht wir müssen nicht unsere Identität abgeben, wenn wir diese neue, unter Anführungszeichen, sich die dann nicht mehr als neu erscheint und verhandelt wird. Und deshalb brauchen wir zumindest immer wieder Suche, ja, hat das irgendwer anerkannt, das, was gesagt in die Richtung, das hilft uns immer in der Theologie. Und auf der anderen Seite wollte ich nur was sagen zu Ihnen. Ich meine, die Problematik ist, uns wirft man immer vor, wenn wir so vorgehen, weil wir im Koran solche und solche Stellen haben. Wenn wir uns stark machen für also frauenfreundlichere zum Beispiel Stellen. Ja, ihr selektiert. Habt ihr das heute besser verstanden als die Menschen vor 1000 Jahren? Ist immer die Frage, nach welchem Kriterium nehme ich diese und jene Stellen und stelle eine Hierarchie innerhalb des Textes und sage, die bedeuten mehr für mich als die. Und dann ist es immer wie Frage von uns Menschen, wir die Subjekte, die sagen, für mich gilt das, vor 1000 Jahren gilt was umgekehrt, galten andere Verse als eher. So. Aber dann ist ja vielleicht gerade wichtig zu zeigen, dass es diese verschiedenen
Interpretationen, diese verschiedenen Gewichtungen eigentlich von Anfang an immer gegeben hat und dass sich bestimmte halt stärker durchgesetzt haben als andere und diejenigen, die sich durchgesetzt haben, glaubten dann Gott auf ihrer Seite zu haben, was ja vielleicht auch eine gewisse menschliche Hybris dabei ist. Aber trotzdem, wir brauchen ja Kriterien. Wir können ja nicht einfach sagen, es ist, naja, jeder sieht es halt, wie er will, weil gut, in einer Stadt wie Berlin gibt es viele, die sagen, es gibt für alles eine Kneipe. Also, aber für Menschen, die ja mit Religion auch einen Wahrheitsanspruch in sich tragen wollen. Es ist ja nicht so, dass ich mich entscheide, bin ich in dem Verein oder in dem Verein, sondern das geht ja, ist ja existenziell. Sie haben gesagt, Sie würden gerne Christin bleiben. Wir haben gehört, ich bin katholisch und egal, was die Kirchenleitung am Ende sagt, ist es ja auch wichtig, dass man an Punkte kommt, wo man sagt, und das ist gemeinsam geteilte Wahrheit. Mit welchen Kriterien können wir herausfinden, dass es nicht nur eine individuelle oder eine von einer kleinen Gemeinschaft ist, sondern tatsächlich diskursiv aushaltbar? Also das ist es, wenn ich für die evangelische Theologie sprechen kann, dann ist eben genau Wahrheitssuche das, dass ich sozusagen von gegenwärtigen Erfahrungsschatz, von gegenwärtigem Kenntnisstand aus, im Gespräch mit der Tradition, im Gespräch mit den biblischen Überlieferungen, sozusagen sich hier auch immer neue Erkenntnisfortschritte ergeben. Und da gibt es dann so einen bestimmten Korridor. Ne? Also da gibt es sozusagen eine Pluralität an verschiedenen Auffassungen, aber es gibt auch Grenzen dieses Korridors, wo es sozusagen, es ist nicht beliebig. Ja? Und da würde ich sagen, ist es in der evangelischen Ethik zum Beispiel Konsens, dass Homosexualität nicht als Sünde bezeichnet werden kann. Ja, das ist sozusagen ein Konsens, der sich herausgebildet hat in den Diskussionen der letzten Jahre und Jahrzehnte, weil man das sozusagen hier also gemeinsam sozusagen auch hier sich darauf verständigt hat. Das heißt, es ist nicht alles möglich, sondern es gibt dann schon, ich habe schon ein paar Sätze genannt, man könnte das Nächstenliebegebot noch nennen, es gibt so ein paar absolute Kernsätze, wo wir sagen, die sind viel wichtiger, wie dass ich kein Mischgewebe tragen soll oder was weiß ich, ja. So, und dann und von denen her sozusagen, also Luther hat gesagt, was Christum treibet, also was ist sozusagen der Kern? Und von dort aus hermeneutisch, wie wir dann sagen, also sozusagen Rechenschaft darüber abgeben, dass wir von einem bestimmten Standpunkt aus dann auch die zum Beispiel biblischen Überlieferungen lesen und kritisieren. Ich meine, wenn Luther sagt, die Ehe ist ein weltlich Ding, dann ja, ist das ein großes Stück Abrüstung. Heißt nicht, ja, dass dann plötzlich alles in Wohlgefallen ausbricht. Ich glaube, seine Frau hatte da kräftig dran zu arbeiten. Aber das heißt dann eben doch auch, nochmal zu unterscheiden, so wie wir unterscheiden, was sind eigentlich ja, Inanspruchnahme von Religion für andere Interessen und was ist der Kern des religiösen Bemühens, nochmal klarzumachen, was ist eigentlich das Profane, wo wir uns auch wahnsinnig darüber streiten können, wie soll eine Steuergesetzgebung aussehen und so, wo es auch immer auch um ethische Fragen geht, aber die sozusagen die vorläufigen Fragen sind. Gibt es manchmal eine Tendenz, gerade im Bereich von Sexualmoral, in dieser Tradition der letzten Jahrhunderte zu viel letzte Fragen da hineinzulesen, wo es eigentlich mehr um ja, pragmatische Lösungen des gegenseitigen Anerkennens und des Nichtverletzens geht? Also wenn Sie mich angucken, ja. Ich schaue immer ja, über Sie hinweg zu Herrn... Wollen Sie zuerst? Ja, so würde ich heute auch argumentieren, selbstverständlich. Aber das, ja, also in der katholischen, ich will noch mal auf den Diskussionsstrang vorher zurück, weil ich glaube, in der katholischen Kirche haben wir das Problem, dass wir definitiv gar nicht bei der Tradition anknüpfen können. Die Tradition ist vermintes Gelände für das Thema Homosexualität. Das heißt, es gibt nur zwei andere Möglichkeiten, nämlich über die Erfahrung, viel gesagt worden, und über die Bibel, Argumentationsfiguren zu entwickeln. Das wird ja auch gemacht, also TheologInnen arbeiten ja genau so damit. Aber tatsächlich in einem der drei zentralen Bereiche der Quellen der theologischen Erkenntnis
funktioniert das eben nicht. Und das ist eben der Unterschied, auch katholische Kirche, Islam und Judentum. Möglicherweise auch reformierte oder lutherische Tradition, wo das früher angefangen hat, dass es da Dissensmeinungen gegeben hat, bei Pastoren zum Beispiel. Aber in der katholischen Kirche finde ich das einfach vor dem 20. Jahrhundert nicht. So. Und das ist das Problem. Wie kann man damit umgehen? Meines Erachtens, abgesehen davon, diese beiden anderen Strategien und Wege zu verfolgen, ist es wichtig, innerhalb dieses Blocks Tradition bestimmte Diskurse zu beenden. Also so zu argumentieren, dass klar wird, zum Beispiel das Naturrecht, mit dem Sexualmoral primär begründet wird, funktioniert einfach so ohne weiteres nicht im Hinblick auf Homosexualität, weil schon die Prämissen von Thomas von Aquin, wie er da argumentiert hat, nicht gestimmt haben. Also nicht alle Menschen haben den Auftrag, sich fortzupflanzen. So, also von daher müssen die Konsequenzen, die Pflichten zur Eheschließung und so weiter auch nicht auf alle Menschen angewandt werden. Was ja in der katholischen Tradition schon deshalb nicht immer galt, weil es ja auch das Mönchtum und das Nonnentum gibt. Nicht? Ja, genau, aber da sind wir an einem noch, wahrscheinlich noch zentraleren Punkt, also strukturell, sozialstrukturell. Die Mönche haben natürlich in ihrer Lebensdisziplin ganz viele Regeln eingeführt, die dafür sorgen sollten, dass keine zwei Mönche sexuell was miteinander anfangen konnten. Also da wurde zwischen zwei Jungen wurde ein alter Mönch dazwischen gelegt, also nachts, wo die geschlafen haben. Sie durften nicht zu zweit zusammen spazieren gehen, etc. Es gibt Bände davon. Dass man sich so viele Gedanken gemacht hat, zeigt doch offensichtlich auch, dass es Möglichkeiten gab, es zu umgehen. Ja, selbstverständlich. Die haben auf diese Problematik, in Anführungszeichen, die eine für sie dargestellt hat, reagiert mit diesem Reglement, das immer ausgefeilter wurde. Und natürlich Mönche auf der einen Seite, aber das Mönchtum, das zölibatäre Leben des Mönchtums ist natürlich die Grundlage geworden für das Priestertum, für das klerikale Leben. Also da haben wir meines Erachtens beim Beginn des Mönchtums die Wurzel. Also, und warum auch bestimmte theologische Entscheidungen in der katholischen Tradition eben antisexuell getroffen worden sind, liegt natürlich daran, dass Kleriker darüber entschieden haben. Ich wollte noch einen Satz sagen, also weil mir der wichtig ist. Also Luther sagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Das hatten Sie gerade angesprochen. Das heißt, sie ist eine Frage der Sittlichkeit, aber nicht der Dogmatik. Damit hat sie gar nichts zu tun. Sie hat nichts mit einem Sakrament zu tun, nichts mit dem Heil zu tun, sondern es ist einfach eine pragmatische Geschichte und die kann so oder so gelöst werden. Und in der Konsequenz sozusagen dieser Auffassung war es aus meiner Sicht auch gar kein Problem zu sagen, natürlich könnte es dann auch irgendwann homosexuelle Ehen geben, gleichgeschlechtliche Ehen, konnte sich Luther natürlich nicht vorstellen, ist klar. Aber sozusagen, das ist eine pragmatische Sache, die kann sich fortentwickeln, die kann sich ändern, sie ist historisch kontingent. Und das finde ich sozusagen einen wichtigen Punkt. Ja, ich glaube, pragmatisch ist ein gutes Wort in dieser Diskussion. Wenn wir zurück zu Homosexualität kommen. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass jetzt bei Juden alles so mehr oder weniger problemlos ist? Es war nicht immer so und das ist in bestimmten Bereichen des Judentums ist noch ein Problem tatsächlich. Wenn ich meine Denomination als Beispiel nehme, es waren nicht Rabbiner, die haben gesagt, oh, das ist doch Würde des Menschen, lass uns das anders überlegen. Das waren die Frauen der Bewegung. Also es gibt in Amerika Women of Reformed Judaism und sie haben methodisch eine Kampagne gemacht. Also es Laienfrauen, dann waren Laienorganisationen, die dazu gekommen sind, dass Rabbiner eigentlich müssten damit auseinandersetzen und eine schöne theologische Antwort gefunden haben. Es gibt immer eine theologische Antwort, wenn man dazu tatsächlich bereit ist. Also wenn man kann, auch jetzt, ich habe gesehen, vor ein paar Tagen gab es die Diskussion über Mischehen oder Ehen zwischen Vertretern verschiedener Religionen.
In diesem Haus gab es eine Rede. Die offizielle Position meiner Denomination, das ist nicht möglich. Rabbiner darf das nicht machen. Es gibt keine Sanktionen, aber das, da darf man das nicht machen. Tatsächlich, pragmatisch gesehen, man bekommt keine Position in Amerika, wenn man das nicht macht. Also du kannst einfach sagen, was du willst, aber die Gemeinden werden dich nicht akzeptieren in diesem Sache. Und, also die akzeptieren sie dann nur, wenn sie bereit sind, genau, solche es gibt bestimmte religiöse Paare zusammenzubringen. Es gibt bestimmte Diskurse in der Gemeinschaft, die einfach organisch wachsen. Also, und die Entwicklung im Westen ist ziemlich klar. Es geht in Richtung mehr Inklusion. Und da muss man nicht wirklich super smart sein, das zu verstehen, dass es tatsächlich mehr und mehr Amerikaner sind viel weiter als wir. Sie reden schon über Transgender und verschiedene Gender-Identitäten. Homosexualität ist so ein langweiliges Thema, sagen wir so. Und es funktioniert nur dann, wenn es tatsächlich Leute in die Gemeinschaft gibt, die tatsächlich Interesse haben, Reformen zu durchzubringen. Organisches Wachsen kommt aber nicht von selber. Es braucht Akteure, es braucht Menschen, die das tun. Und die Frage ist, ja, haben Sie die Möglichkeit, es zu tun? Werden Sie daran gehindert? Wie müssen dann sozusagen auch diese Diskurse, wie müssen dann sozusagen auch diese Gemeinden sich gestalten, dass eben auch der Streit innerhalb ausgehalten werden kann und nicht einfach dann es zu einer neuen Form von Schisma kommt. Wir sind ja hier in einem Berliner Religionsgespräch, wo wir gegenseitig uns auch immer Impulse geben, was dann für die anderen Praktizierenden wichtig ist. Welche Impulse können da aus der muslimischen Welt kommen oder aus bestimmten Kreisen der muslimischen Welt? Welche Impulse geben Sie beispielsweise auch in Münster als Professor? Ich meine, unser Anliegen ist an erster Stelle, dass die Betroffenen selbst lernen, erstens sich selbst anzunehmen. Ich meine, unsere Zielgruppe sind ja religiöse Studierende, die wollen Religionslehrer werden. Das heißt, sie müssen erstens überhaupt also von einem Gottesbild ausgehen, ein Gott, der mich so annimmt, wie ich bin. Ich muss nicht hadern. Ich muss nicht das Gefühl haben, ich bin schmutzig, ich bin Sünde. Ich werde geliebt von Gott, die Liebe eben. Und das finde ich wirklich ein zentraler Grundsatz, weil Liebe bedeutet, wenn man es herunterbricht, die bedingungslose Annahme des Gegenübers, die bedingungslose Annahme des Selbst auch, also Selbstliebe. Und Liebe deines Nächsten setzt ja Selbstliebe voraus. Das heißt, die bedingungslose Annahme. Das wäre der erste Schritt, wo wir versuchen, denen Mut zu machen. Ich meine, wir hatten leider auch im Laufe der Jahre den einen oder anderen Fall. Also auch, ich meine, Studierende werden gemobbt, wenn sie sich outen. Also wir hatten einen Student, der dann in der Psychiatrie gelandet ist, weil er so stark gemobbt wurde von den anderen Studierenden. Dann versuchen wir, denen Mut zu machen, sich zu outen und den anderen das Bewusstsein zu vermitteln, das auch anzunehmen. Ich meine, wir stehen momentan auf der Stufe, wo es heißt, von seitens der Moscheegemeinde, da haben wir Diskussionen in NRW, wenn es um die Erteilung der Lehrerlaubnis ist, ja, können wir einen Religionslehrer eine Lehrerlaubnis erteilen, wenn er homosexuell ist, dann heißt die jetzt Antwort, und das ist ein Stück fortschrittlich, muss man dazu sagen, ja, wenn er seine Homosexualität nicht praktiziert. Also, auf dieser Stufe stehen wir momentan. Aber wir versuchen, den Menschen Mut zu machen, auch einfach sich zu integrieren in der Gesellschaft, im Sinne von, ich kann mich auch so zeigen, wie ich bin, und ich kann auch meine Homosexualität praktizieren. Die anderen müssen mich auch annehmen und akzeptieren. Aber ich sehe uns noch, also da ist noch ein Weg. Also da sind wir innerislamisch am Anfang. Wenn wir jetzt so viel von Liebe gesprochen haben und im Grunde genommen das, was immer als Sünde bezeichnet wurde, quasi weggesprochen haben, brauchen wir dann vielleicht einen neuen Begriff von Sünde? Ist vielleicht etwas anderes das, wo wir das, was Gott mit uns vorhat, verfehlt? Also dass wir plötzlich sagen, wir müssen da vielleicht auch diesen Inhalt anders füllen? Oder ist der Begriff von Sünde etwas, was wir hinter uns lassen müssen?
Also ich glaube, der Begriff Sünde ist jetzt nicht das Hauptproblem, aber die Assoziation von Sexualität mit Sünde, das ist ein Hauptproblem. Also ich meine, das ist fatal und das begleitet uns im Christentum nun wirklich schon fast 2000 Jahre. Ich meinte das eher in die Richtung sozusagen, wo das andere verfehlt, also wo wir dann feststellen und etwas anderes ist falsch und ist verfehlt. Ja, genau, und dass genau. man das dann auch versucht, auf den Begriff zu bringen. Also ja, genau. Also ich wollte einmal eben sagen, dass diese Assoziation mit Sexualität ist eben völlig verkehrt und Sünde bezeichnet ja immer so sozusagen eben das Gegenteil von Glaube, Liebe, Hoffnung. Destruktive Wirkungszusammenhänge, die andere verletzen und zerstören und die also einfach lebensabträglich sind, die Hoffnung zerstören, die lieblos sind, die sozusagen, ja, und wenn man sozusagen hier Sünde... ist dann auch nicht einfach eine moralisch eindeutig zuschreibbare Tat. Natürlich hat es damit auch zu tun, sondern es hat eher eine soziale Dynamik, die sozusagen in deren Teil ich bin, wo ich auch aktiv mitwirke, aber wo ich auch sozusagen mitgenommen werde, ja? Also in beidem. Und so würde ich eben Sünde verstehen wollen und dann ist es klar, dass man es auf gar keinen Fall auf irgendeine Disposition und auch schon gar nicht auf Sexualität beziehen kann. Natürlich kann man Sexualität so praktizieren, dass es Sünde ist, da wo ich andere eben dann herabwürdige, verletze oder gar gewaltsam damit umgehe. Michael Birkschröder, wo würden Sie sagen, das ist Sünde oder als Religionslehrer, wenn Sie gefragt werden, was ist dann Sünde, wo würden Sie das dann festmachen oder würden Sie diesen Begriff eher weniger verwenden? Ich verwende ihn weniger, also im Religionsunterricht gar nicht. Also höchstens, um zu erklären, was nicht Sünde ist. Das hat einen bestimmten Grund, weil gerade im Hinblick auf Homosexualität ist der Begriff Sünde in der katholischen Kirche in gewisser Weise inhaltsleer geworden. Also das ist etwa ein Vergehen ohne Schuld. Und das kann ich irgendwie nicht denken. Das ist mein Problem. Ich spreche lieber von Schuld. Also da habe ich einen konkreten Mitmenschen, dem gegenüber, der gegenüber bin ich schuldig geworden, weil ich gefehlt habe, weil ich gewaltsam war, was auch immer, weil ich Desinteresse hatte. Also das kann ich mir immer genau vorstellen. Da ist eine Beziehung zu einem Mitmenschen in eine Schieflage geraten. Aber dafür verwende ich das Wort Schuld. Ist das Wort Schuld vielleicht dasjenige, was leichter auch zu handhaben ist, weil es klarer formuliert, wo wir das, was wir könnten, verfehlen? Warum nicht Verfehlung? Warum braucht man solche bombastische Begriffe wie Sünde? Aus der jüdischen Perspektive, das ist ziemlich schwierig, von Sünde zu sprechen, weil wir haben einfach in der Tradition unterschiedliche Arten von Verfehlungen und man versucht eher differenzierter das Ansehen, wenn Yom Kippur kommt, da gibt es eine Reihe an Begriffen, die man verwendet in der traditionellen Liturgie, aber ich glaube, es ist viel zielgerichteter, wenn man einfach ganz normale Sprache verwendet. Verfehlung, was habe ich falsch getan, Schuld, das ist schon etwas mit Scham zu tun, finde ich. Und das eher hinderlich für die fürs Wachstum, für die Rückkehr sozusagen. Also man kann nicht immer alles zurückrudern und alles schön rekonstruieren und reparieren, aber man versucht zumindest etwas aufzubauen, dass man diese Verfehlung da verbessert. Und mit Schuld bleibt irgendwie immer stecken. Egal was du machst, es gibt einen Beigeschmack von Schuld. Daher würde ich das nie wirklich in meinen Predigten zum Beispiel verwenden. Wenn ich jetzt nicht von Sünde reden würde, oder anders gesagt, ich rede von Sünde, um sie von der Geiselhaft bei Fundamentalisten oder anderen, auch nicht nur Fundamentalisten, zu entfesseln. Sonst bleibt sie in deren Geiselhaft und sie haben die Deutungshoheit, was Sünde ist. Und wenn ich jetzt profanere Begriffe verwende, dann bleibt die religiöse Sphäre in Geiselhaft von bestimmten Personen. Deshalb verwende ich zwar
den Begriff Sünde, auch in der Lehre doch, aber ich konnotiere das anders. Also in dem Fall würde ich sagen, Sünde ist alles, was gegen die Subjektivität des Menschen, also dass der Mensch ein Selbstzweck ist, was dagegen verstoßt, das wäre Sünde. Man kann gegen sich selbst sündigen, wenn zum Beispiel ein Homosexueller sich nicht zu sich selbst stehen würde, das wäre eine Sünde, also die Nichtannahme des Selbst, den nicht respektvollen Umgang mit Homosexuellen, das wäre Sünde, weil es auch keine Annahme des Gegenübers. Also ich würde es anders wie konnotiert, um wegzukommen aus der Sicht Gottes, erlaubt das oder verbietet das, hin zur Sicht des Menschen, ist es, würdige ich mein Gegenüber, behandle ich ihn als Subjekt, erkenne ich ihn an, dann ist es Gott gewollt. Alles andere wäre eine Sünde. Also von Mensch her zu definieren, was Sünde ist und nicht von Gottes Sicht aus. Bevor ich zum Schluss dann nochmal den Blick, ich bin ja da auch schon ermahnt worden, nicht immer nur in die Vergangenheit zu schauen, sondern nach vorne zu schauen, dann nochmal hinwende, würde ich doch gerne hier in die sehr aufmerksame Runde schauen und fragen, ob es, wir haben ein Mikrofon, das wir Ihnen reichen, ob es noch den einen oder anderen Impuls gibt, den wir hier vorne aufnehmen können. Hier in der zweiten, genau in der zweiten Reihe. Ja, es ist ein Begriff noch nicht gefallen, die sexualisierte Gewalt, die jetzt die Glaubwürdigkeit religiösen Handelns so provoziert. Und ich glaube, dass den Minderheiten, den Perversen, den Homosexuellen, den Lesbischen, den Transmenschen wird unbewusst die Schuld gegeben, oder ich glaube das nicht, sondern es ist ja eigentlich ein Faktum, wenn wir das, was wir heute besprochen haben, uns angucken, die müssen die Schuld für diese Gewalt tragen, die alle anderen, so wie der Jude immer an allem schuld ist, von Gottes Tod bis, so muss der Perverse jetzt sozusagen die Not der Welt, die wird an ihm ganz leicht abagiert. Und ja, das ist meine Vermutung und das muss ein Ende haben, denn die Religion ist nur so gut wie die Aufklärung, die sie in sich leistet im Sinne eines göttlichen Auftrags, der natürlich menschlich sein soll. Danke. Ja. Direkt dahinter. Frau Professor Kahne, Sie sagten vorhin, dass also im Christentum seit 2000 Jahren diese Leibfeindlichkeit besteht und die Ablehnung der Sexualität. Ich habe beim Kollegen Lauster mal in dem Buch Die Wiederverzauberung der Welt, da war auf eine Passage, also dass diese, so wie wir heute Sexualität erleben, also es ist alles wunderschön und es ist, wenn da irgendwas schief geht, geht man zum Arzt, also von Geschlechtskrankheiten über was auch immer. Das war ja nicht immer so und der Leib war ja vor 2000 Jahren noch was ganz anderes. Da gab es keinen Zahnarzt, da gab es keinen, also der Leib konnte unglaublich viele Schmerzen verursachen. Und auch Sexualität, beschreibt dann irgendein Papst, ich weiß nicht mehr welcher, der hat dann mal gesagt, also das ist jetzt Sünde, weil die Frauen reihenweise im Kindbett gestorben sind, weil die eine Schwangerschaft nach der anderen hatten. Also meine Frage ist eigentlich das, auch was heute, was Sie immer nennen, die Identität, ne? Also Sexualität als zur Identität gehörig. Das war, glaube ich, über viele Jahrhunderte, ich weiß nicht, ob da die Leute das entscheiden konnten, da musste man einen Bauernhof bewirtschaften und das waren Kleinbetriebe. Ob die sich mochten und wie es da in der Sexualität war, ich glaube, das spielte keine Rolle. Und ich glaube, heute in einer Gesellschaft, Sie sagten ja, die Religionen spiegeln auch immer die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Möglichkeiten, auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten wider.
Also dass man sich da von daher auch ganz neu orientieren muss, weil über lange Zeiten war das überhaupt, also das ist den Leuten wahrscheinlich gar nicht in den Sinn gekommen, darüber nachzudenken oder das auch einzufordern. Ganz vereinzelt und peu à peu. Ja, vielen Dank. Also ich wollte jedenfalls nicht sagen, dass es 2000 Jahre Leibfeindlichkeit gab, weil es also die Geschichte viel zu komplex ist. Also es gab immer wieder auch Gegenbewegungen und es gibt eben, also im Neuen Testament wiederum jetzt auch zum Beispiel eindrucksvoll wird das, also die Paulus schreibt ja diese Briefe an die Korinther, weil die sozusagen, das sind die Prostituierten, die waren da auch alle in der Gemeinde sozusagen, die haben gedacht, na, ist doch kein Problem mit Prostitution, weil mein Leib ist nicht wichtig, es geht um meinen Geist. Und dann kommt dieser Satz, den wir vorhin schon gehört haben, euer Körper ist Tempel des Geistes Gottes, also haltet ihn für wert. Ja, das ist sozusagen nicht egal, was ihr mit dem Leib macht. Aber natürlich gibt es auch ganz andere Tendenzen und Stellen. Ich will das jetzt nicht, aber sozusagen da gab es, also auch das Abendmahl war ja sozusagen auch immer so eine Sache, wo man sozusagen Inkarnation, also wo Leiblichkeit eine wichtige Rolle spielte. Aber es ist eine ganz komplexe Geschichte und natürlich gibt es viel Leibfeindlichkeit im Christentum. Das will ich damit jetzt auch nicht wegreden. Zu Ihrer Frage, also ich denke tatsächlich, Sie machen auf einen wichtigen Punkt aufmerksam. Also wir lieben unseren Körper natürlich vor allem dann, wenn er nicht wehtut. Also sozusagen, es gibt ja, deshalb bin ich immer etwas skeptisch bei, wenn man so viel von Ganzheitlichkeit spricht, sobald ich sozusagen mein Körper mich belastet, fühle ich mich nicht unbedingt ganzheitlich mit ihm oder wenn, dann in einer negativen Weise. Und ich denke, dass sozusagen, also wir tatsächlich in der Gegenwart natürlich im Hinblick auf Liebe ganz andere Vorstellungen nochmal haben, durch die romantische Liebe und so weiter und ganz andere Glücksansprüche. Ja, Niklas Luhmann hat mal gesagt, also Individualität ist Unzufriedenheit, weil die Ansprüche immer so hoch sind. Ja, man will ständig glücklich sein und deshalb sozusagen ist das Ergebnis eigentlich immer Unzufriedenheit, weil die Erwartungen dann doch nie ganz erfüllt werden können. Aber was mich sehr, das möchte ich noch schon noch sagen, sehr begeistert hat, als ich mein Buch zu Liebe und Ehe geschrieben habe, dass es im Mittelalter zum Beispiel auch Traditionen gab, also wo sozusagen es ganz wichtig war, also dass Sexualität wirklich als etwas Schönes erlebt wird und wo Ärzte Manuale herausgegeben haben an die Männer, dass die wissen, was sie machen müssen, dass die Frau einen Orgasmus bekommt und solche Dinge. Also sozusagen, wo das wichtig war, dass die Frau einen Orgasmus bekommt, schlicht weil sie gedacht haben, nur dann gibt es Kinder, war natürlich nicht richtig, aber egal. Also sozusagen, es gab sozusagen wirklich ein Sinn dafür, dass Sexualität eben auch was richtig Schönes sein sollte und nicht nur sozusagen, wir haben dann auch auf eine karikierte Vorstellung, Ehe war nur eine Wirtschaftsordnung oder sowas. Das ist sozusagen auch wiederum zu kurz gedacht. Ja, so viel vielleicht dazu. Das sind auch wieder historische Linien, die manchmal verschüttet sind, auf die man natürlich ja in so einem Zusammenhang auch hinweisen kann. Und wahrscheinlich ist auch dieser Wunsch nach Perfektion, die sich auch heute in Partnerschaften, in Sexualität und Ähnlichem oft ausdrückt, ja auch ein Verfehlen dessen, was wir eigentlich sein können und sein sollen und Perfektion letztlich ja nichts ist, was den Geschöpfen zukommt, wenn dann dem Schöpfer. Ich schaue noch mal in die Runde oder nein. Bitte? Auf ja. Die erste Frage. Ja. Also ich denke, dass es wirklich eine spielentscheidende Frage jetzt in der katholischen Kirche ist, im Hinblick auf das Thema Homosexualität zumindest. Wie die Ursache gedeutet wird für die zahlreichen Fälle von sexuellem Missbrauch. Und wenn man sagt, die Ursache liegt darin, dass es schwule Priester gewesen sind, oder die Homosexualität im Priestertum, dann, und das gibt es ja, diese Versuche hat es gegeben im Vatikan, in der polnischen Kirche sind die wahrscheinlich sogar dominant zurzeit, dann wird man mit irgendwelchen Fragen von Kirchenreform nicht weiterkommen, sondern dann wird es weiter so sein, Homosexualität ist das, was zu unterdrücken ist, denn es ist ja die Wurzel des ganzen Übels sexualisierter Gewalt. In Deutschland hat das Gott sei Dank keinen Raum gewonnen oder keinen großen, weil schon sehr früh Leute wie Wunibald Müller da als Experten gesagt haben, nein, das ist genau andersrum. Im Grunde genommen ist die Unterdrückung von Homosexualität eine zentrale Ursache. Also, oder die Unterdrückung von Sexualität durch den Zölibat insgesamt. Also als zweite
systematische oder systemische Ursache. So, also das sind wirklich grundlegende Weichenstellungen für die Zukunft der Kirche an der Stelle, glaube ich. Nun stellen wir uns mal vor, wir würden dieses Berliner Religionsgespräch in 10 Jahren vielleicht nochmal führen. Wären dann viele Dinge, die wir jetzt als noch im Prozess betrachtet haben, dann schon erreicht? Oder braucht es einen viel längeren Atem, damit anstelle von einer Sündentheologie die Liebestheologie sich Bahn bricht? Würde ich gerne zum Schluss von Ihnen so ein bisschen prophetisches, ein bisschen prophetische Sätze über das, was uns bevorsteht. Oder ist es ein immerwährendes Ringen, weil eben auch diejenigen, die es anders sehen, weiter an ihrer Position festhalten? Versuchen Sie mal. Fangen wir doch bitte bei dem Vertreter an, der die meisten Propheten in seiner Tradition hat, obwohl er nach vorne schauen möchte. Jetzt zeigt jeder auf den Nächsten. Jetzt zeigt jeder auf den Nächsten. Das ist wahrscheinlich ziemlich eindeutig, der Islam. Ich glaube, Sie haben mehr Propheten. Haben wir mehr Propheten? Okay. Zu diesem Thema, ich bin ziemlich optimistisch, würde ich sagen. Also auf der theologischen Seite, wir haben alle großen Aufgaben schon erledigt, mehr oder weniger, im Judentum. Also liberalen Judentum, was eine Mehrheit der Juden weltweit ist. Was wir noch, womit wir noch hadern, ist es tatsächlich umzusetzen, vor allem mit Frauen. Also für einen schwulen Mann Rabbinerstelle zu bekommen, das ist einfacher als für eine lesbische Frau oder für Frau allgemein. Und damit, da würde ich tatsächlich hoffen, ich weiß nicht, ob es prophetisch oder nicht, aber Propheten waren auch Hoffnungsträger, dass wir tatsächlich uns mehr bemühen um die Integration der Frauen im geistlichen Amt, egal ob jetzt im Judentum oder in Mehrheitsreligionen ist. Und das wird, glaube ich, auch Auswirkungen haben auf alle anderen sagen so, Frauen keine Minderheit, aber Minderheiten in Gemeinschaft. Soweit also die Hoffnung von Alexander Grudenski. Jetzt Muhannad Kwasid. Ich bin optimistisch, was Deutschland angeht, weil wir seit 2012 diese Entwicklung haben, dass wir zum ersten Mal im akademischen Diskurs Zentren der islamischen Theologie an mehreren Standorten, auch hier in Berlin haben wir einen Standort, haben inzwischen sind es 7 Standorte. Das heißt, das sind Räume der theologischen Reflexion und nicht einfach, wo verkündet wird in Moscheegemeinden, so ist das und so wird das gemacht, sondern jetzt haben wir neue Räume, wo man Fragen stellen kann, Fragezeichen setzen kann, kritisch reflektieren kann. Da bin ich optimistisch, dass sich was tun würde, weil da sind wir anders jetzt als bei Ihnen, da sind wir noch am Anfang. Also die Mehrheit der Muslime würden Homosexualität ohne Wenn und Aber ablehnen. In der Theologie auch. In der Theologie diskutiert man noch, welche Strafe oder wenn Strafe, ja, nein. Also da ist noch viel aufzuholen. Auf der anderen Seite, also damit ich nicht ganz optimistisch bin und nicht realistisch, also bin auch realistisch, mir macht ein bisschen Sorge in Deutschland, dass die in der muslimischen Diskussion um solche Themen immer mehr in eine identitätspolitische Debatte landen und weniger um eine wirklich theologische oder religiöse Reflexion. Das macht mir nur ein Stück Sorge, wenn Muslime immer mehr das Gefühl haben, ja, wir werden nicht anerkannt hier, deshalb müssen wir doch unser eigenes haben und beharren auf unser eigenes zur Ab- und Ausgrenzung von der Mehrheit. So, das macht mir nur ein Stück Sorge. Michael Brinkschröder.
Ja, in 10 Jahren werden die Beschlüsse des synodalen Wegs erstmal gefasst sein und zweitens umgesetzt sein, sofern sie in Deutschland umsetzbar sind. Darüber hinaus bin ich gar nicht so optimistisch. Ich glaube, dass eine Diskussion losgehen wird, und zwar eine sachlich und fachlich theologisch geführte Diskussion auch. Also ich hoffe darauf, dass es sowas wie theologische Gremien gibt, die sich neu mit den Fragestellungen befassen. Was wir nicht haben werden, ist die sakramentale Ehe. Was wir haben werden, sind Segnungsfeiern in Deutschland für gleichgeschlechtliche Paare. Das Arbeitsrecht wird wahrscheinlich ganz abgeschafft sein. Das Kirchliche haben wir uns am Anfang schon drüber unterhalten. Gut, und dann muss man natürlich, aber gleichzeitig muss man so viele Faktoren des Umbruchs bedenken. Die katholische Kirche ist gerade auf dem Weg einer Transformation von einer klerikalen zu einer synodalen Kirche. Das wäre jetzt mal schon mal der große Wurf, wenn das gelänge, dann wären wir schon sehr weit. Also wenn synodale Prozesse und Strukturen tief etabliert sind und kontinuierlich eingeübt und weiter praktiziert werden, dann kann sich auch was bewegen. Dann sollten wir vielleicht doch auch ein bisschen mehr Geduld haben als nur 10 Jahre. Der Langmut mit bestimmten Tendenzen in der katholischen Kirche war auch sehr lang und vielleicht hätte da einiges kürzer passieren können. Isolde Kahle, wenn wir nicht nur auf die deutsche Situation, sondern weltweit schauen, die Kirchen, die sich auf die Reformation gründen, wie viele weitere Schismen wird es da geben oder werden doch wieder viele, die im Moment nicht so miteinander sprechen können, wieder miteinander sprechen können? Wenn ich das wüsste. Also ich glaube schon, dass es insgesamt noch zu einer, auch weltweit bei den Kirchen, zu einer größeren Akzeptanz von Homosexualität kommt und einer größeren Selbstverständlichkeit. In Deutschland sowieso, da denke ich, dass alle Landeskirchen, auch die schwierige Württembergische Landeskirche, es geschafft haben wird, in 10 Jahren die völlige Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen und heterosexuellen Lebenspartnerschaften. Aber es wird ganz bestimmt auch immer Gegenbewegungen geben. Diese antimodernistischen, evangelikalen, fundamentalistischen Bewegungen, die gehören zur Moderne, die sind nicht ein Relikt von früher, sondern sie gehören zur Moderne. Und sie sind ein schwieriger Modus, aber ein Modus auch der Bearbeitung von Unsicherheit. Und ich glaube, dass das einfach uns begleiten wird und dass das nicht verschwinden wird. Wenn ich sozusagen sagen darf, was ich mir wünsche, dann wünsche ich mir einfach, dass diese Unterscheidung von Mann und Frau und Homo und Hetero und Bisexualität einfach nicht mehr wichtig genommen wird. Es geht um die Qualität sexueller Beziehungen, die Qualität unserer Beziehungen überhaupt und nicht, was wir da jetzt im Einzelnen sind. Am Anfang der Bibel steht in der Schöpfungsgeschichte bei der Erschaffung des ebenbildlichen Menschen, er schuf sie als Mann und Frau. Moses Mendelssohn war schon weniger essentialistisch, indem er nämlich in seiner Übersetzung schuf sie männlich und weiblich formuliert hat. Und man könnte allein über das Wort und eine ganze Theologie bauen. Martin Buber und Franz Rosenzweig haben sich anders aus der Affäre gezogen. Sie haben ein Komma gesetzt zwischen männlich und weiblich. Wenn wir dahin kommen, das als Herausforderung für unser heutiges Reflektieren über religiöse Fragen auch anhand dieser alten Texte auf uns zu nehmen, dann kommen wir vielleicht auch mit den ganzen praktischen Fragen weiter. Soweit unser Berliner Religionsgespräch am 26. April 2022 zum Thema Coming Out, Homosexualität. Danke sage ich den Gästen, dem katholischen Theologen und Religionslehrer Michael Brinkschröder, der Professorin für praktische Theologie an der Uni Bochum Isolde Kahle, Alexander Grodenski, Landesrabbiner des Großherzogtums Luxemburg und Oberrabbiner der liberalen jüdischen Gemeinde Slowenien und Muhannad Khorshid, Professor für islamische Religionspädagogik an der Uni Münster. Mein Name ist Harald Asel, Ihnen allen hier im Raum und an den Empfangsgeräten danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, das war fast, würde ich sagen, eine Sternstunde unserer Berliner Religionsgespräche.
Ich bin Herrn Markschies sehr dankbar, dass er das andere Ufer erwähnt hat und die literarischen Ursprünge, die mir gar nicht bekannt waren. Es gibt eine Kneipe in Berlin, die heißt das andere Ufer an der Potsdamer Straße. Es gab es jedenfalls. Und Sie haben, Harald Asel, in Ihrer vorzüglichen Moderation irgendwann mal gesagt, in Berlin gäbe es für alles eine Kneipe. Wir haben uns Mühe gegeben, auch die vom anderen Ufer zu erreichen, von dem einen zum anderen Ufer. Und ich glaube, das ist uns gelungen. Meine Damen und Herren, dieses Thema hat uns beschäftigt. Bei der Vorbereitung, Herrn Markschies, die Stiftung, uns als Verlag und auch Margarete Schwind, der ich auch noch mal ganz herzlich danken möchte. Irgendwann im Laufe der Diskussion hat sie, habe ich gesagt, so, nun wollen wir das aber mal aufs Gleis bringen. Und dann hat sie gesagt, ich soll nicht vergessen, dass sie eine Klosterschülerin sei, eine katholische Klosterschülerin. Ich habe mich dann eigentlich zu Hause erinnert, dass ich selber ein evangelischer Klosterschüler bin. Also wir haben alle Wege zurückgelegt, um zu diesem Thema zu finden, zu uns zu finden. Es war auch eine besondere Stunde, Herr Asel, weil Teilnehmer auf dem Podium ihre sexuelle Identität darüber gesprochen haben. Das werden wir dann vielleicht auch noch als Tradition begründen. Das ist etwas, was es eigentlich so noch gar nicht gegeben hat hier bei diesen Berliner Religionsgesprächen. Isolde Karle hat uns erinnert, dass die Diskussion über Homosexualität in den 60er Jahren eingebettet war in eine ganz tabuisierte, in ein tabuisiertes Sprechen über Sexualität überhaupt, wohl wahr. Und daran hat die Kirche, haben die christlichen Kirchen teilgehabt. Alexander Grodenski hat uns vor den großen Begriffen gewarnt, Schuld, Sünde, und gesagt, wir sollten das vielleicht, wie man in Berlin sagt, eine Nummer kleiner nehmen. Michael Brinkschröder hat uns noch einmal an die Debatte über Missbrauch erinnert, aber auch, dass die päpstliche Bibelkommission eine zentrale Stelle herausgenommen hat, die Homosexualität betrifft. Und Monet Kochede hat uns an die Tradition des Koran und die Lesarten erinnert und zur Selbstexegese ermuntert. All das, meine Damen und Herren, findet in einem Moment statt und natürlich einem historischen Moment, der auch dieses Thema nicht unberührt lässt. Wir wollen nicht vergessen, dass der russische Präsident in seiner Kriegserklärung am 24. Februar gesagt hat, die Truppen zögen gegen Gairopa, und schlimmer noch, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche hat gesagt, die Truppen, die russischen Truppen, würden sich auch gegen die Gay Prides im Westen wenden. Wenn wir also ein Thema wie heute Abend diskutieren, wollen wir nicht vergessen, dass wahrscheinlich die Hälfte der Welt oder noch mehr als die Hälfte der Welt das sehr viel anders sehen würde als wir und eben nicht in dieser Freiheit diskutieren kann. Es gibt vieles, was man vielleicht weiter vertiefen kann, nicht auch die Frage, ob es Weltreligionen gibt, die vielleicht heute Abend nicht zu Wort gekommen sind. Wir haben es bei den monotheistischen Religionen belassen, aber ob es nicht Weltreligionen gibt, die ein anderes, offenes Verhältnis zur Homosexualität haben, andere Traditionen begründet haben. Am 4. Oktober, glaube ich, widmen wir uns dem Thema, das schließt ein wenig daran an oder kann daran anschließen, über Orthodoxien. Seien Sie uns sehr willkommen und bleiben Sie, und lassen Sie uns jetzt noch mit den Referenten zusammenbleiben. Ich bedanke mich für Ihre tolle Diskussion, die wir alle haben erleben dürfen. Vielen Dank. Applaus